Du fährst hauptsächlich auf der Piste und möchtest dabei sportliche Kurven fahren, kannst dich aber nicht so ganz festlegen, ob kurz oder lang. Dann bist du im Bereich der Sportcarver genau richtig und vier der Top-Modelle, die testen wir in diesem Video. Los geht's! Und damit herzlich willkommen bei snowhow.de, dem Kanal für Skitest-Videos auf YouTube. Mein Name ist Marius und ich stehe hier in purem Sonnenschein am Kaunertaler Gletscher und darf euch mitnehmen in die Skitests dieser Saison. Verzeiht mir, die Sonne ist so stark, dass ich heute im Video ausnahmsweise mal eine Brille aufziehe, aber sonst brennen mir hier gerade die Augen weg, während ich euch berichte, was sich im Bereich der Sportcarver so getan hat. Doch vorab die Frage an dich, welches Skimodell ist gerade bei dir in der engeren Auswahl? Hast du Fragen? Dann schreib sie gerne unten in die Kommentare. Und ganz wichtig, in diesem Jahr gibt es ein Gewinnspiel bei uns auf dem YouTube-Kanal. Ihr könnt einen brandneuen Ski gewinnen. Wie genau das funktioniert, das erfahrt ihr auch noch in diesem Skitest-Video. Und jetzt einmal konkret zur Sport-Carver-Kategorie. Wann ergibt solch ein Ski für dich Sinn? Genau dann, wenn du primär auf der Piste unterwegs bist und dabei einen Ski suchst, der variabel ist in den Schwungformen. Das heißt, du kannst Sportcarver mal in langen oder auch in kurzen Kurven fahren und da gehen sie mit. Sie haben eine leichtere Schwungeinleitung und machen das Skifahren etwas leichter, sind agiler, als es zum Beispiel Slalomcarver oder Racecarver sind. Videos zu den anderen Kategorien und gezielte Skitests findet ihr übrigens auch auf unserem YouTube-Kanal. Und jetzt geht's auf, wir legen die vier Ski erstmal richtig in den Schnee, fahren sie in den verschiedenen Schwungformen und dann gibt's gleich die Testergebnisse. Viel Spaß mit den Aufnahmen! Das hat richtig Spaß gemacht, die Sport-Carver-Modelle hier im Skigebiet unter die Lupe zu nehmen. Morgens frisch gebügelte Piste, dann aufgeworfener Schnee, nachmittags auch schwererer Schnee. Und so konnten wir uns ein richtig gutes Bild über die Ski machen. Und jetzt gehen wir auf die Feinheiten und Eigenschaften der vier einzelnen Modelle ein. Und starten darf ich dabei mit dem Atomic Redstar X9S RevoShock. Diesen Ski kann ich als High-Performance-Sportcarver bezeichnen. Da geht es um Geschwindigkeit, um hochsportliches Skifahren. Er ist so an der Grenze zu einem Racecarver, aber überfordert nicht. Das bedeutet für dich, wenn du einen Sportcarver suchst, mit dem du schon sportlich in die langgezogenen Kurven gehen kannst, aber dabei am Ende des Tages nicht komplett leere Beine haben möchtest, dann bist du mit dem Atomic gut aufgestellt. Wenn wir jetzt unseren Blick auf den Rossignol Forza 70 werfen, dann stellen wir direkt fest, dass die Schaufel tendenziell breiter gestaltet ist. Auch der gesamte Ski ist breiter gestaltet. Das heißt, wir reden hier über einen Sportcarver, der eher All-Mountain-Charakter mitbringt, mit 78 mm in der Mitte, mit ordentlich Auftrieb, auch mal im aufgeworfenen, im Tiefschnee. Das heißt für dich, wenn du einen Sportcarver suchst, mit dem du schon hauptsächlich auf der Piste unterwegs sein kannst, dabei die langgezogenen und auch die kurzen Schwünge fahren möchtest, aber auch mal an einem Tag, wo es frisch geschneit hat, neben die Piste möchtest, dann ist der Rossignol dafür eine gute Wahl. Weiter geht's mit dem Nordica Spitfire DC 74 Pro. Und dieser Sportcarver stellt dich breit auf, sehr vielseitig einsetzbar in verschiedenen Schneesituationen. Vor allen Dingen hat er mir gefallen dann früh am Morgen und wenn es dann mal zerfahren war, kannst du mit Geschwindigkeit durch den zerfahrenen Schnee fahren, ohne dabei deine Spur zu verlieren und an Performance einzubußen. Das heißt für dich, wenn du einen Sportcarver suchst, mit dem du sehr variabel am Berg unterwegs sein kannst, insbesondere auch bei zerfahrenem Schnee, dann ist der Nordica eine gute Wahl. Und der vierte Sportcarver hier im Bunde, das ist der Head World Cup Rebels E-Race Pro. Wir sind quasi in den Top-Sheets, also von den Farben her,
von Blau über Rot, über Schwarz bis hin zu Blau zurückgekommen. Und bei diesem Sportcarver reden wir über eine Carving-Maschine. Das heißt, wenn du sehr gerne auf der Kante unterwegs bist, primär auf gebügelter Piste und da einen Ski suchst, der dir die verschiedenen Schwungformen sehr leicht macht, dann bist du mit dem Head sehr gut beraten, denn dabei hast du einen sehr variablen Ski primär für die Piste. Zusammenfassung der vier High-End-Sportcarver-Modelle, die wir euch dieses Jahr mitgebracht haben. Der Atomic ist dabei ein High-End-Sportcarver, der sportlich gefahren werden möchte. Der Rossignol hat einen All-Mountain-Charakter und ist auch im Tiefschnee neben der Piste mal gut zu fahren. Der Nordica geht auch im zerfahrenen Schnee richtig gut mit. Und der Head ist eine richtige Carving-Maschine, die sehr variabel einsetzbar im Kurz- und im langen Schwung ist. Wenn ihr jetzt weitere Informationen rund um die Skimodelle sucht, das heißt die detaillierte Taillierung dieser Ski, auch die verschiedenen Längen, die verfügbar sind und die Preise, dann schaut sehr gerne auf unserem Shop snow-hau.de vorbei. Bei Fragen kontaktiert uns einfach und wie schon erwähnt, in diesem Jahr gibt es ein Skigewinnspiel. Alle weiteren Informationen findest du im Video, was hier oben links verlinkt ist. Einfach reinklicken und teilnehmen und wenn du einen weiteren Skitest von uns sehen möchtest, dann findest du den hier unten links verlinkt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Skifahren, eine richtig gute Saison. Genießt es, vielleicht auch auf Sportcovern. Bis dahin!